Cuevas Drac. Hinter dem mystischen Namen Drachenhöhle steckt eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten Mallorcas. Die Höhle liegt an der Südostküste der Insel in der Nähe von Porto Cristo. Dort haben schon vor 3000 Jahren die ersten Menschen das 1200 Meter lange und bis zu 25 Meter tiefe Höhlensystem entdeckt. Heute sind es die Touristen, die ihren Weg vorbei an den bizarren Gebilden aus Stein und Kalk suchen. Der Höhepunkt der Besichtigung erfolgt am Martellsee, einem der größten unterirdischen Seen der Welt. In einem Boot, nur von ein paar Lampen beleuchtet, nutzt ein Quartett die einmalige Akustik der Höhle und führt ein 10-minütiges klassisches Konzert auf. Anschließend dürfen die Besucher selbst den Martellsee per Boot überqueren. Die Temperatur im Innern der Höhle beträgt angenehme 21 Grad. Die gesamte Besichtigung dauert eine Stunde und erstreckt sich über 1200 Meter.